Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Nähnerds, herzlich willkommen zu Nastjas Nähnews im August 2021. Was für ein Monat, wow. Über Corona reden wir jetzt mal gar nicht. Ich hoffe, keiner von euch ist direkt von der Flut betroffen und euch allen geht es gut. Widmen wir uns mal den Näh-News. Wir haben immer noch ganz, ganz viele Sommerstoffe und Nähprojekte für den Sommer, für Outdoor. Aber hier und da schieben sich die ersten Herbstfarben rein, die ersten Herbststoffe und Herbsttrends kommen. Wie krass ist das bitte, dass der Juli schon vorbei ist? Los geht es wie immer mit den Headlines. Fangen wir mal an mit dem Sommer. Noch zu den Sommerstoffen gehören meiner Meinung nach die neuen Fringe-Me-Stoffe von Alpstoffe. Gesehen bei Alles für Selbermacher und bei Stoffe.de. Und das Coole an denen ist, dass sie quasi eine Fransen-Webkante haben. Das finde ich ziemlich cool, Kind der 90er. Und mit ein paar ganz coolen Eigenschaften. Bei Alles für Selbermacher habe ich außerdem richtig coole, bunte Blusenstoffe von Nikiko gespottet. Das sind wirklich knallbunte, leichte, sommerliche Stoffe mit unterschiedlichsten Flächen und Formen aus 100% Viskose. Cool für Kleider, Blusen, Röcke und so weiter. Was natürlich mega fette Sommerstoffe sind, sind die Stoffe aus der DIY-Eule Kinderkollektion, die ihr exklusiv bei Snappy bekommt. Da gibt es lustige Otter, nämlich Otters Pool Party. Passend dazu ein Streifenstoff, das sind beides Jersey-Stoffe. Oder auch ein Stoff mit Elefant und Pinguin im Weltall und dem passenden Kombistoff. Letzteren gibt es als Jersey und auch als Sommersweat, also dann auch schon für den Herbst geeignet. Bei Stoffe.de dreht sich weiterhin vieles um die Themen Outdoor im Bereich Sommer mit vielen Ideen für den Garten. Passende Stoffe dazu habe ich ja auch letztes Mal schon ganz viel gezeigt. Hier neu ist die Strandthemenwelt. Hier findet ihr Badeanzugstoffe, Musselin, Viskosestoffe, Outdoorstoffe, Liegestuhlstoffe und so weiter. So, und dann kommt natürlich auch langsam der SSV, der Sommerschlussverkauf. Dieses Wochenende, also nur noch heute, nur noch bis Sonntag, bis zum 1.8., gibt es 15% bei Stoffe.de auf Rockstoffe und florale Bekleidungsstoffe. Wusste jetzt nicht, ob ich das in die Events packen soll oder in die Deals. Deswegen kommt es in die Headlines. So, dann legen wir mal los mit den Herbsttrends. Seid ihr bereit? Herbsttrends, wow, was für ein Wort. Die ersten Herbsttrends sind da. Was als Schnitt super toll kommt für den Herbst, ist das Jackett Gloria von Kibadu. Möglich aus den verschiedensten Stoffen und wenn ihr es ein bisschen dicker näht oder aus Kuschelstoffen, auch richtig cool als Übergangsjacke. Das findet ihr bei Makerist. Ein Trend, der ja gerade wieder auch sehr oder seit ein paar Jahren wieder aufkeimt, sind Bubi-Kragen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich finde es bei anderen ganz oft schick, aber selber never. Also kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber wenn ihr Team Bubi-Kragen seid, wie wäre es mit der Bluse Blaus Orguel von Atelier Maelström. Mein Gott, ihr habt es aber heute hier, habt ihr mich kalt erwischt mit der Aussprache. Achtung, die Anleitung ist übrigens nur auf Englisch. Oder es gibt auch das Bubi-Kragen-Kleid Heloisa von Textilsucht. Das ist sogar erfällig und die Schnittmuster findet ihr bei Makerist. Fun Fact, Bubi-Kragen im Englischen heißt Peter Pan Collar. Dann gleich der nächste Herbsttrend, über den ich nicht so genau weiß, ob ich ihn jemals mitnehmen werde, sind Pullunder. Ich habe hier mal eine Strickanleitung für euch von Makerist und zwar von Paula mit dem Pullunder Mara West. Fände ich ja als Kinderversion schon wieder ganz niedlich. Ich weiß nicht. Ich bin mir noch unsicher. So, und ein Trend, den ich seit einer Weile benutze, Leute, die Schlaghosen kommen wieder. Ich als Kind der 90er habe ja Schlaghosen geliebt, ohne Ende eigentlich nur Schlaghosen getragen. Ich weiß aber nicht, ob ich aktuell auch schon wieder bereit wäre, Schlaghosen zu tragen. Wahrscheinlich bin ich nächstes Jahr dann soweit und dann wieder voll mit dabei. Hier empfiehlt Makerist den Schnitt Woodstock von Manji Poo für Erwachsene und einmal den Schnitt Fias Schlaggins von Fibobos Zaubernadel für Kinder. Gibt es aber auch als Erwachsenenversion. So, und dann kommen wir mal zu den Herbststoffen. Ich wurde tatsächlich auch letzte Woche schon das erste Mal nach Herbststoffen gefragt. Typisch für den Herbst sind ja eigentlich Kunstlederjacken. Habt ihr schon mal dran gedacht, eine Kunstlederjacke selber zu nähen? Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Hier gibt es das Schnittmuster Jacke Biker Lola von Schnittmuster Lounge, auch auf Makerist. Und ich musste hier auch gleich an die Biker Leggings Tara von Patty Du denken. Die sind nicht von diesem Jahr, die sind schon ein bisschen älter, aber die finde ich auch ziemlich cool. Und passende Bekleidung Stretch Kunstleder habe ich bei Snapply gespottet. Dann kommen jetzt natürlich langsam dickere und kuscheligere Stoffe. Ich musste mal kurz abdunkeln, sorry. Bei Alles für Selbermacher findet ihr zum Beispiel einen feinen Rippenjersey in den verschiedensten
Farben. Oder auch ein Viskose-Jersey mit breiten Rippen. Stelle ich mir beides eigentlich ganz cool vor als Hose für die Kleinen. Bei stoffe.de gibt es Feinkord und Breitkord Niki. Super weich, super flauschig in 9 herbstlichen Farben. Auch Steppstoffe sind was richtig Cooles für den Herbst. Die eignen sich super zum Abfüttern von zum Beispiel Jacken. Ihr müsst hier nicht nochmal extra ein Vlies einnähen, weil das schon mit drin ist. Da gibt es jetzt hier diese wattierten Stoffe mit Rautensteppung in 4 verschiedenen Farben bei stoffe.de. Ein weiterer für mich typischer Herbststoff ist der Jacquard-Stoff oder Jacquard-Jersey. Hier gibt es auch ein paar neue Stoffe von Hamburger Liebe aus der Ahoi-Kollektion. Zum Beispiel mit diesen Mini-Kreuzen. Ein wunderschöner Grobstrick-Optik-Jersey, finde ich mega cool. Bei Alles für Selbermacher habe ich herbstliche Boho-Cotton-Candy-Stoffe gesichtet mit kleinen Tropfen, beziehungsweise dachte ich, dass es Tropfen sind, aber Cotton Candy. Das ist wahrscheinlich Zuckerwatte. Gibt es einmal in Rottönen und einmal in Blautönen und auch mit den passenden Kombistoffen. Bei Snapply gibt es brandneue Ordnungshüter für alle Nähfans. Das geht vom kleinen Keep It Tidy Tischmülleimer über Aufbewahrungsboxen, Nähboxen, die übrigens schon gefüllt sind. Ich dachte eher, das ist so ein Serviervorschlag, aber die kommen schon so komplett gefüllt. Außerdem, wie stylisch ist bitte diese Fusselrolle? Mega! Gibt es auch in Mint. Außerdem ein kleiner Handfeger, mega praktisch für so kleine Fadenenden, die rumfliegen. Es gibt auch Schuhboxen, zum Beispiel zum Sortieren von Stoffen, aber auch ein mega Geheimtipp. Hier passen perfekt gerollte Vinylfolien, Bügelfolien oder Infusible Inkfolien rein. Zugegeben, es war ein bisschen tricky, die Box aufzubauen, weil keine Beschreibung dabei war, aber wenn man einmal dahinter gekommen ist, dann geht das wunderbar. Kategorie Events. Die Einschulungen stehen an oder sind wahrscheinlich teilweise auch schon durch. Ich bin ja noch nicht so ganz in dem Klientel drin. Wenn ihr Lust auf ein Last-Minute-Einschulungsoutfit für die kleinen ABC-Schützen habt, dann empfiehlt Makerist das festliche Kleid Vanessa von Engelinchen Design oder das Fischerhemd Little Fritzi von Anna's Country. Das Hemd ist sogar speziell für Webwarfstoffe gemacht. Außerdem gibt es bei Makerist noch 2 mega coole Schultütenschnittmuster, einmal in Haiform und einmal als Delfin, beide von Kids for Kids. Als Geschenkidee zur Einschulung könnt ihr zum Beispiel Lunchbags nehmen. Da gibt es jetzt eine kostenlose Anleitung im Makerist Magazin oder wie wäre es mit einer selbstgenähten Federtasche? Hier gibt es einen Schnitt von Kubi Schneck. Was natürlich auch nicht fehlen darf zur Einschulung ist die passende Plotterdatei Ich bin Schulkind von Hello Goldmarie. Auch bei stoffe.de findet ihr tolle Anleitungen zum Thema Schulstart, von Schultüten über Sicherheitsthemen und weiteren Bastel- und Nähideen. Ja, sonst ist jetzt nicht so viel los im Bereich Events im August. Ich habe vielleicht irgendwas wieder nicht auf dem Schirm. Olympia? Näht man für Olympia? I don't know. Kommen wir zu den Szene-News. Letztes Mal hatte ich euch ja schon die coolen Kerzentattoos von Alles für Selbermacher vorgestellt. Da gibt es jetzt noch ganz, ganz viel mehr Designs wie Katzen, Dinos, Sommermotive, feministische Motive und, und. Das Coole ist, dass die Tattoofolie nicht nur auf Kerzen hält, sondern auch auf Keramik und im Prinzip auf allen glatten Oberflächen. Und so könnt ihr zum Beispiel auch richtig coole Vasen und Töpfe oder Dekoteller machen. Keramik wird dann entsprechend noch im Ofen fixiert und das Ganze am besten nur noch per Hand spülen. Bei Alles für Selbermacher gibt es außerdem neue Veggie-Stoffe mit Obst und Gemüse. Finde ich mega cool, das sind alles Modal-Jerseys. Es gibt Birnen, verschiedene Arten von Pfirsichen, Brokkoli und Gemischtwarenstoffe. Sticken wurde uns ja als großes Trendthema für 2021 im Trendbericht vorhergesagt. Und wenn ihr bei dem Trend jetzt mit dabei seid, bekommt ihr jetzt bei Alles für Selbermacher auch eine riesige Auswahl an Stickgarn. Kurze Shoutout an dieser Stelle an den Insta-Account von Lieselu. Da findet ihr super schöne und moderne Stickinspirationen. Die liebe Steffi vom YouTube-Kanal DIY Mummies hat mittlerweile auch einen kleinen Shop, wo sie Baby-Accessoires, richtig coole genähte Kuscheltiere und individualisierbare Holzschilder verkauft. Gibt es einmal florale Motive und einmal Kinder-Tiermotive. Und ihr könnt dann quasi euren eigenen Namen oder den eures Kindes da reingravieren lassen. Ich hätte das hier für den kleinen Sohn einer Freundin machen lassen und wie süß ist bitte dieser Bär. Kleiner Tipp, wartet hier auf die Deals. Stoff des Monats. Stoff des Monats ist für mich dieses Mal was ganz anderes. Und zwar ein Jersey im Schachbrettmuster. Das ist jetzt nicht gerade der super Trend aktuell, aber für uns ganz wichtig, weil der Kleine, das die er bei euch hin hat, seit der Geburt immer eine Ska-Hose. Das habe ich neulich schon auf Instagram erzählt. Was ist eine Ska-Hose? Kann dann öfter. Ska von der Musikrichtung her, da ist es typisch oder da ist dieses Schachbrettmuster ganz, ganz typisch als Hose oder als Hut, einfach in der Community. Und der Ska spielt für uns eine wichtige Rolle.
privat und deswegen war es für uns wichtig, dass der Kleine immer eine Ska-Hose hat. Er hatte auch schon einen Ska-Anzug. Jetzt ist er aus der letzten Ska-Hose rausgewachsen, hatte ich eine Leggings genäht, die ist zu kurz geworden. Die kann ich jetzt immer noch so kurz unter das Knie schieben, das ist perfekt als kurze Hose. Aber man weiß ja nie, wann der Herbst kommt, deswegen habe ich eine neue Leggings genäht mit einem neuen Ska-Stoff. Und zwar sind die Ska-Quadrate, die Karos, jetzt einen Ticken größer geworden. Ich habe sogar schon den Stoff für die nächste größeren Karos parat. Also Stoff des Monats ist ein Schachbrett-Jersey. Nähgadget des Monats. Es gab letzte Woche ein neues Video zu Amazon Nähgadgets, wo ich neue 10 Gadgets getestet habe. Und einige von diesen Gadgets nutze ich seitdem schon sehr, sehr aktiv. Wie zum Beispiel den Fadenknipser von Clover. Den nutze ich sehr, sehr gerne. Der ist super akkurat. Und wenn ihr wissen wollt, was die neuen anderen Gadgets waren, dann schaut auf jeden Fall bei dem Video vorbei. Der Fadenknipser ist perfekt, um so Fäden ganz knapp am Nähgut abzuschneiden nach dem Nähen. Dafür ist er wirklich super. Schnitt des Monats. Schnitt des Monats ist für mich die Leggings von Liebstes. Die nähe ich auch schon, seitdem der Kleine eben ganz klein ist. Ich liebe einfach die Kombination Leggings und Pulli bei ihm. Und man weiß ja nie, wann der Herbst jetzt wirklich kommt. Deswegen habe ich 3 neue Leggings für ihn genäht. Unter anderem die Ska-Hose. Ich habe hier noch 2 Sets genäht mit einmal einem bunten Pulli und einer schlichten Hose und einmal einer bunten Hose und einem schlichten Pulli in Kombination jeweils mit Applikation. Und die Stoffe sind alle von Jono und Lia. Und der Schnitt von dem Pulli ist der Sweaterless von Nealina. Ich verlinke euch alles nochmal unten. Oldie but Goldie. Oldie but Goldie ist der Nadeltwister. Viele haben geschrieben unter dem Näh-Gadgets-Video, dass das der heimliche Star des Gadgets-Videos ist, obwohl es ein altes Gadget ist. Aber ich habe ihn ganz kurz am Rande gezeigt und er kam echt gut bei euch an. Und ich liebe ihn. Das ist quasi der Lippenstift für die Nähschublade. Und ihr könnt hier die Kappe abnehmen, das Ganze aufdrehen und dann kommen ganz viele Nähnadeln zum Vorschein, die aber magnetisch da drin halten. Das heißt, die gehen euch nicht verloren. Und ihr habt sie immer griffparat. Ich finde es wirklich mega praktisch. Und come on, das ist mint und sehr, sehr hübsch. Stoffshop des Monats. Stoffshop des Monats ist der Shop Meine Stoffpakete. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch auch schon. Ich habe letztes Jahr im Herbst mit den coolen Knit-Stoffen von Meine Stoffpakete ein Magic Loop genäht und ein Magic Cardigan. Die Anleitung dazu findet ihr in den Highlights bei mir auf Instagram. Und diesmal habe ich mich nicht auf die Knitstoffe gestürzt, sondern auf die bunten Jerseystoffe und daraus richtig coole T-Shirts genäht. Ich habe 4 T-Shirts genäht, die einfach knallbunt sind, super einfach, überschnittene Ärmel, also wirklich ein sehr einfaches Schnittmuster. Das Schnittmuster ist hier von Hummelhonig, das alles wird gut Shirt, verlinke ich euch auch unten. Und wenn ihr so coole Stoffe habt wie hier, dann könnt ihr die damit einfach richtig gut in Szene setzen. Und ich finde, für so ein T-Shirt ist das perfekt und ich liebe diese T-Shirts. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die für diesen Sommer noch genäht habe. Ihr findet bei meinen Stoffpakete auch einige Stoffe in Eigenproduktion, wie hier die Wale oder die Regenbogenliebe in Rost. Außerdem gibt es hier noch super viele weitere Stoffe, wie Musselinstoffe, Waldloden, Strickstoffe eben, also die Knitstoffe und. Und auch Kurzwaren. Und ab einem Bestellwert von 30 Euro bekommt ihr sogar passend zu eurer Bestellung kostenloses Bündchen und Kurzwaren mit dazu. Kleiner Tipp, bleibt dran bis zur Deals-Kategorie und auch bis zur Verlosung. Video des Monats. Video des Monats ist diesmal der Rolltop Roxy. Der kam sehr, sehr gut bei euch an. Das ist ein kostenloses Rolltop-Rucksack-Schnittmuster von mir. Und ich war hier sehr, sehr, sehr mutig bei der Stoffkombination und habe den wirklich in knallbunt genäht mit einem Echtlederboden und einem Breitcord und ganz viel Canvas-Stoffen und Leoprint und. Mesh-Stoff ist auch noch mit dabei. Und ich liebe diesen Rucksack. Ich trage ihn wirklich sehr, sehr gerne. Die Hauptfarbkombi ist lila-orange. Das ist ja auch gerade meine Lieblingsfarbkombi. Er hat ein Hauptfach, er hat ein Seitenfach, er ist gut gepolstert und ich habe ihn auch schon ein paar Mal von euch genäht gesehen. Privates und DIY Eule News. Ich hatte wie jedes Jahr im Juli Geburtstag. Wupp, wupp, wieder ein Jahr älter. In dieser Woche hatten wir frei. Aber es waren keine Urlaubsgefühle. Es war saustressig. Vielleicht habt ihr es ein bisschen auf Instagram mitbekommen, weil ein riesen privates Projekt jetzt langsam Form annimmt. Und ich erzähle es euch heute. Es hat nichts mit Nähen zu tun. Ich bin nicht schwanger. Aber wir haben ein Grundstück gekauft. Wir haben ein Grundstück in Berlin gekauft. Richtig gut. Wir waren beim Notar letzte Woche. Und es ist noch so viel zu tun. Und es ist so kompliziert, was man dafür alles machen muss. Und ja, wir wollen ein Haus bauen in ungefähr 2 Jahren. Wenn alles klappt, haben wir ein Eigenheim. Mal gucken, plus, minus. Eher plus, aber ja, schauen wir mal. Es gibt noch ein paar Stellschrauben. Es muss gerade noch einiges in die Wege geleitet werden, damit das wirklich alles genauso klappt, wie wir uns das vorstellen.
Und deswegen ist es super stressig, dieses Projekt gerade noch nebenbei zu begleiten. Ich bin aber froh, euch das jetzt erzählen zu können. Wir haben dazu einen neuen Instagram-Account aufgesetzt. Der nennt sich Bauherrlich. Wenn ihr Lust habt und euch das Thema interessiert, dann folgt uns gerne auf dem Account. Mein Mann und ich werden da regelmäßig posten. Wir müssen uns erst noch ein bisschen eingrooven, aber ich werde natürlich versuchen, dass das Thema, also natürlich werde ich euch hier auch auf meinen Kanälen immer mal wieder darüber berichten, aber so die ganz detaillierten Sachen findet ihr dann auf dem Account. Ja, ich habe euch in einem Video gezeigt diesen Monat, wie ich meine digitalen Schnittmuster sortiere und visuell so aufbereitet, dass man wirklich immer alles perfekt findet. Außerdem gab es ein neues Plotter-Video, dabei drehte sich alles um das Thema Infusible Ink. Was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Das ist quasi ein Verfahren, ein Sublimationsverfahren. Infusible Ink selbst, die Marke ist von Cricut. Und das Ganze zieht sich dann in den Stoff, in die Materie, was auch immer ihr nutzt, ein. Das geht nur bei bestimmten Rohlingsmaterialien. Ich habe das auch auf ganz vielen verschiedenen Stoffarten getestet, weil man immer sagt, das geht hauptsächlich auf Polyester. Ich habe verschiedene Polyester-Mischgewebe, aber auch Baumwolle getestet. Wenn euch das Thema interessiert, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich habe für den Premium-YouTube-Kanal wieder ein cooles Video gemacht, und zwar ein Makramee, und zwar so ein Bär fürs Kinderzimmer. Mega einfach gemacht, hängt an einer Stricknadel und ist eine ziemlich coole Anleitung. Die kam Anfang Juli und Ende Juli, jetzt die letzte Woche, kam eine weitere Anleitung auf dem Premium-YouTube-Kanal. Und zwar ein Geldgeschenk zur Geburt mit super süßen Baby-Hausschuhen. Richtig niedlich. Was gibt's für Aussichten? Ja, wir waren ja vorhin schon beim Thema Herbst. Also ich werde erstmal noch, nächste Woche gibt's, also jetzt Dienstag, gibt's ein ganz tolles Sommerthema. Nähen für den Sommer, ne? Mir ist noch nicht Herbst hier. Dann habe ich ein cooles Tauschpakete-Video geplant mit der lieben Laura von Try 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 und Steffi von DIY-Mummies. Und auch dann werde auch ich langsam anfangen mit der Herbstgarderobe. Es sind ein paar Langärm-Shirts geplant, ein Regenmantel und Musselintücher. Außerdem will ich mal wieder Maschinen sticken, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, und auch ein Plotter-Video ist geplant. Jetzt kommen wir zu den Rabattcodes und den Deals. Mit dem Code EULCHEN10 bekommt ihr nur noch heute 10% beim Stoffshop des Monats bei Meine Stoffpakete auf alles im Shop. Bei Snaply gibt es mit dem Code NENEWS10 10% Rabatt auf alles außer Gutscheine, Schnittmuster, E-Books und Bücher bis zum 4.8. Bei Makeris gibt es mit dem Code DIY-EULE0821 10% Rabatt auf E-Books, Kurse und Materialien. Gültig den kompletten August über. Bei Steffi von DIY-Mummies bekommt ihr mit dem Code DIY-EULE20 20% im ganzen Shop. Außerdem an dieser Stelle nochmal der Hinweis, nur noch heute bei stoffe.de 15% Rabatt auf Schrockstoffe und auf florale Bekleidungsstoffe. Aber haltet hier die Augen auf, denn hier gibt es auch den ganzen Monat über richtig coole Angebote. Alle Infos zu den Rabattcodes und ihre Gültigkeit und überhaupt findet ihr nochmal unten in der Infobox. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zur Verlosung. Ich habe heute wieder drei große Verlosungspakete für euch. Und in Paket 1 befindet sich ein wunderschöner Stoffsatz von Meine Stoffpakete. Außerdem eine Aufbewahrungsbox, ein Handfeger und a Keep It Together Knopfbox von Snaply. Außerdem zwei Veggie-Stoffe von Alles für Selbermacher, Stickgarn und Kerzentattoos von Alles für Selbermacher und noch ein Makramee-Garn. In Paket 2 befinden sich die neuen Boho Cotton Candy-Stoffe von Alles für Selbermacher, eine Schuhbox, eine Keep It Together Box Mini und eine Keep It Together Knopfbox von Snaply, zwei Veggie-Stoffe, Stickgarn und Kerzentattoos von Alles für Selbermacher und auch wieder Makramee-Garn. In Paket 3 befinden sich drei herbstliche Stoffe von stoffe.de, eine Schuhbox, eine Fusselrolle und die Keep It Together Box Mini von Snaply. Außerdem zwei Veggie-Stoffe, Stickgarn und Kerzentattoos von Alles für Selbermacher und auch Makramee-Garn. Alles, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist wie immer in die Kommentare zu schreiben, welches Produkt, welche News, welcher Fakt euch aus dem heutigen Video am besten gefallen hat und welches Paket ihr gewinnen wollt. 1, 2 oder 3. Und Zeit habt wie immer 3 Tage und alle Infos zur Verlosung und Gültigkeit und blablablub findet ihr unten in der Infobox. Dann hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Es war informativ, ihr habt was mitgenommen. Ich freue mich immer, diese Videos zu veröffentlichen und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder mit der neuen Näh-News. Und am Dienstag geht es hier weiter mit einer Nähanleitung. Meine Damen und Herren, liebe Näh-Nerds, ich empfehle mich.